Pattaya in Thailand. Beliebtes Reiseziel für Sextouristen aus aller Welt. Über 20.000 Prostituierte arbeiten in dieser Stadt. Aber auch diese Jungs leben von den Sextouristen. Sie warten jeden Abend am Strand von Pattaya auf ihre ausländischen Freier. Wir sind dabei, als dieser Sextourist verhaftet wird. Er hat einen thailändischen Jungen mit in seinen Leihwagen genommen. Unser Reporter wird zum Augenzeugen. Und wir überbringen Geld für ein neues Kinderheim. Geld, das RTL-Extra-Zuschauer gespendet haben. Das ist der Sozialarbeiter Kunja. Er kümmert sich im thailändischen Pattaya seit 20 Jahren um die ganz Schwachen. Er sorgt für die Straßenkinder. Im Rotlichtbezirk von Pattaya leben viele Kinder ohne Angehörige. Sie sind auf sich selbst gestellt und kämpfen im Mekka der Sextouristen ums Überleben. Jeden Tag und jede Nacht verbringen sie zwischen Prostituierten und Freiern. Für Kriminelle sind sie besonders leichte Beute. Viele von ihnen kommen aus Laos und Kambodscha. Sie werden von Menschenhändlern gekauft, dann zum Betteln gezwungen oder von Touristen missbraucht. Kunja hat diese Kinder von der Straße geholt. Hier sind sie jetzt in Sicherheit und lernen, in der Gemeinschaft zu leben. Die meisten von ihnen gehen sogar regelmäßig zur Schule. Aber Kunja hat noch eine andere wichtige Aufgabe. Er verfolgt die Sextouristen, die Thailands Kinder missbrauchen. Und er liefert die Beweise an die Polizei. Letztes Jahr haben wir zusammen mit Kunja einen Deutschen verfolgt, der über 500 Mal Sex mit thailändischen Kindern hatte. Carsten B. wurde in Deutschland zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Darauf ist Kunja besonders stolz. Rückblick. In unserer Reportage haben wir Ihnen das Heim von Kunja vorgestellt, der sich um diese Kinder kümmert. Wenn Sie ihn mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie das tun. Und die RTL-Extra-Zuschauer wollten Kunja und die Straßenkinder in Pattaya unterstützen. Beachtliche 6.465 Euro sind insgesamt zusammengekommen. Vor einem Monat waren wir wieder in Pattaya, um das Geld an Kunja zu übergeben. Denn Kunja baut hier, 20 Kilometer vom Zentrum entfernt, ein neues Heim für Kinder, die von Menschenhändlern verkauft wurden und die in Pattaya auf dem Touristenstrich arbeiten mussten. Die Spende, die ich bekommen habe, ist eine große Summe für uns. Und ich werde mit diesem Geld hier 3 zusätzliche Häuser für die Straßenkinder bauen. Damit bekommen wir hier auch einen offiziellen Stromanschluss, eine große Küche und sanitäre Anlagen. Zurzeit kochen die Kinder auf einem primitiven Gaskocher, trinken Wasser aus einem Plastikfass und nutzen einen Eimer als Toilette in dieser Hütte. Bisher haben Kunja und seine Straßenkinder nur diese Hütte gebaut. Hier wohnen jetzt diese Jungs. Die Hütte ist spartanisch eingerichtet, aber sie ist sauber und vor allem trocken. Und das ist besonders wichtig, denn bald beginnt in Thailand die Regenzeit. Wir kaufen nur das Baumaterial und die Straßenkinder und ich bauen das Haus dann zusammen. Für ein Haus brauchen wir hier 3 Tage. Es ist sehr wichtig für die Kinder, dass sie die Häuser selbst bauen. So sollen sie ein Gefühl dafür bekommen, dass dieses Heim jetzt ihr neues Zuhause ist und dass sie jetzt hier hingehören. Und Kunjas neues Heim soll schnell fertig werden, denn in Pattaya gibt es viele Kinder, die auf den Strich gehen und die dringend Hilfe benötigen. Kunja will uns die Situation der Kinder zeigen. Zusammen mit ihm fahren wir zum Touristenstrand von Pattaya. Er weiß genau, wo er die Kinder finden wird. Wir haben unseren thailändischen Kollegen Sebastian aus Bangkok dabei. Er wird für uns übersetzen. Auffällig ist, wie distanzlos die Jungs mit uns umgehen. Sie behandeln uns wie alte Bekannte. Kunja kennt die meisten Kinderprostituierten von Pattaya und sie vertrauen ihm. Wenn sie kein Geld haben, kauft er ihnen etwas zu essen. Das sind obdachlose Kinder, die von Ausländern hier sexuell missbraucht werden. Die haben keine Zuhälter und organisieren sich selbst. Wenn die 3 Hütten in meinem neuen Heim fertig sind, werde ich die Jungs dahin holen.
Fast alle Kinderprostituierte in Pattaya haben sich zu Gruppen formiert. Zu dieser Gruppe gehören diese 8 Jungs, die sich hier den homosexuellen Touristen anbieten. Die Kinder sind zwischen 8 und 14 Jahren alt. Die meisten von ihnen gehen nicht zur Schule. Die Kinder hängen oft den ganzen Tag hier herum und warten auf ihre Freier. Die meisten verdienen mit dem Anschaffen mehr Geld als ihre Eltern. Während wir mit den Kindern sprechen, kommt auf einmal Unruhe auf. Als dieser Mann vor dem Fastfood-Restaurant auftaucht. Angeblich ist er ein alter Stammkunde der Jungs. Wir können kaum glauben, dass hier an der Strandpromenade mitten in Pattaya die Freier vollkommen ungeniert mit den Kindern in Kontakt treten. Wir filmen mit versteckter Kamera, denn wir wollen diesen Mann jetzt genau beobachten und verfolgen. Und tatsächlich, kurz darauf sitzt dieser Junge aus der Gruppe vorm Strand direkt am Nebentisch. Wir beobachten den Mann und den Jungen aus sicherer Entfernung. Für Kunjar steht fest, hier wird gleich ein Missbrauch stattfinden. Er verständigt die Polizei. Auf den habe ich schon lange gewartet. Die Polizei kommt gleich. Der Jüngste aus der Gruppe verrät uns, dass der alte Mann wahrscheinlich Sex in seinem Auto in der Tiefgarage haben will. Aber vielleicht fährt er auch mit dem Jungen woanders hin, sagt er. Die Kinder haben uns anvertraut, dass sie sich hier in dieser Tiefgarage direkt unter dem Schnellrestaurant immer mit dem alten Mann treffen. Wir haben erfahren, dass der alte Freier einen silbernen Toyota fährt. Wir suchen den Wagen und finden ihn. Kunjar beschließt, dass er mit den Kindern draußen warten wird. Unser Reporter wartet in der Nähe des Wagens. Und unser thailändischer Kollege sitzt bereits im Auto der Polizei, um diesen Wagen zu beobachten. Denn der alte Mann ist mittlerweile in sein Auto eingestiegen. Per Telefon informieren uns die Kollegen aus dem Polizeiwagen. Oh, das ist das Kind. Das Kind steigt gerade ein. Ja. Jetzt fahren die los. Die Beamten dürfen den Wagen jetzt nicht mehr aus den Augen verlieren. Ich bin bei C1. Ist der schon raus? Der ist gerade am Ticketschalter. Jetzt ist er raus. Ah, alles klar. Ja, da war der Wagen. Mit dem Jungen auf seinem Rücksitz entfernt sich der Mann immer weiter vom Stadtzentrum. Und parkt schließlich hier an dieser abgelegenen Seitenstraße. Wir verstehen nicht, warum die Polizei jetzt nicht eingreift, um den Jungen vor Missbrauch zu schützen.